weiterleiten. YouTube, ein Videoportal im Internet, ist der Renner im Netz. Millionen von selbstgedrehten Videos oder kurzen Filmausschnitten, alles jederzeit abrufbar. Suchbegriffe von A wie Ananas bis Z wie Zebra bahnen den Weg durch diesen Dschungel. Meist geht es um harmlosen Jux. Pleiten, Pech und Pannen im Permanentangebot bei YouTube. Ulrich Neumann und Thomas Reuter aber haben jetzt bei YouTube ganz andere, gar nicht harmlose Dinge aufgespürt. Alte Nazi-Propaganda ebenso wie neue Volksverhetzung. YouTube also auch eine Plattform für Hass und Menschenverachtung. YouTube, broadcast yourself, selber senden. Jeder kann hier Videos eingeben und jeder kann sie sehen. Selbstgemachte Filmchen, Videoclips, Fernsehberichte. Es gibt einfach alles, kostenlos und anonym. 2005 wurde YouTube gegründet. Heute ist es eines der gefragtesten Internetangebote überhaupt. Vor allem für Jugendliche ein Massenmedium. Doch mittendrin rechtsextreme Videos, zum Beispiel Nazi-Propaganda. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Ein Geruch von Fäulnis und Krankheit muss es umwittern. Andere Beispiele. Ein Asylantenheim ist abgebrannt. Die armen Schwarzen sollen jetzt Obdachlose sein. Nach außen tue ich schwer empört. Zu Hause kicher ich still in mich hinein. Freundlich heulen auch jeden Tag enorm. Seh ich meines Großvaters alte Uniform. Dann seh ich auf der Mütze den toten Schädel blitzen. Weiß das all die Schweine bald schon wieder flitzen. Denn der Enkel wird Sturmführer meine SS. 400.000 Klicks in 8 Monaten. YouTube, das Massenmedium der Neonazis. Zuschauerkommentare. Bei einer deutschnationalen NPD-Armee würde ich mitmachen. Sieg Heil. Dass YouTube frei Nazi-Propaganda offeriert und Jugendliche das zu Hunderttausenden anklicken, ist ein Verbrechen an der Jugend. Und zwar in Deutschland wie anderswo. Seit einem Jahr gehört YouTube zu Google. Der mächtige Konzern wittert einen gigantischen neuen Werbemarkt und kaufte YouTube für 1,65 Milliarden Dollar. Wir wollten von YouTube und Google wissen, wie sie mit den Hassvideos umgehen. Eigentlich sind Hetzreden bei YouTube verboten. Doch dazu will Google uns kein Interview geben und teilt uns telefonisch mit, von Nutzern gemeldete Hassvideos würden sofort gelöscht. Stimmt das? Report Mainz machte den Test. Als Nutzer getarnt beanstandeten wir diese verbotenen Videos. Doch YouTube ließ sie alle im Netz bis heute. Dieselbe Erfahrung machte Jugendschutz.net, die zentrale Einrichtung der Bundesländer für den Jugendschutz im Internet. Die Beschwerdestelle hat YouTube seit Monaten im Visier. In mehr als 100 Fällen hat Jugendschutz.net YouTube wegen indizierter Hassvideos abgemahnt. Haben Sie irgendeine Antwort bekommen? Nein, wir haben in keinem einzigen Fall eine Antwort bekommen. Dabei schrieb uns Google Deutschland: Ebenso kooperiert YouTube mit den staatlichen Stellen wie zum Beispiel den polizeilichen Ermittlungsbehörden, wenn einzelne Videos gegen Gesetze verstoßen sollten. Doch die 100 abgemahnten Hassvideos sind immer noch bei YouTube zu sehen. Zum Beispiel dieser Clip zur Musik der Gruppe Lanze. Die Band ist rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt und seit 2003 als kriminelle Vereinigung gerichtlich verboten. Ihre Musik hörte eine Clique junger Männer 1999 im brandenburgischen Guben, unmittelbar bevor sie den Algerier Omar Ben Nui zu Tode hetzten, aufgestachelt von diesem Lied. Bei YouTube wurde es in den letzten 7 Monaten fast 100.000 Mal angeklickt. Ein anderes Lanzer-Lied. Solche Texte sind eine indirekte Aufforderung zu Mord und sie haben in der Vergangenheit, etwa Lanzer-Texte, auch als Auslöser für Mordtaten in Deutschland gedient. Des Nachts am Mississippi sieht man die Kreuze brennen und so manches dreckige Negerschwein
um sein Leben retten. Das Überraschende daran ist, wie der Kontext aussieht, in dem YouTube sich befindet. Das heißt, gewissermaßen unter dem Schirm einer seriösen Firma, eines seriösen Anbieters wie Google. Und das ist eher das Problem, weil darin sich ja deutlich macht, wie etabliert plötzlich solche Musikangebote sein können. Wir zeigen die rechtsextremen YouTube-Clips Professor Salomon Korn vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Ich erwarte, dass die Staatsanwaltschaft, dass die Behörden, dass auch die Bundesregierung gegebenenfalls dagegen eintritt und dagegen vorgeht. Sonst müsste man Strafanzeige stellen, möglicherweise von Seiten des Zentralrates. Die Veröffentlichung dieser Filme erfüllt den Tatbestand der Beihilfe zur Volksverhetzung. Es ist dringend an der Zeit, dass der zuständige Staatsanwalt die Ermittlungen aufnimmt. Das muss gestoppt werden. Es ist skandalös, dass so etwas in Deutschland möglich ist. Die braunen Aktivitäten, ausgerechnet bei YouTube, davon ist auszugehen, sind natürlich kein Zufall. Genutzt wird das Portal, so unsere Medienforscher, mehrheitlich von Männern unter 30, ideal also, um rechtsextremen Nachwuchs zu rekrutieren. Ich bin übrigens gespannt, ob dieser Beitrag, den Sie gerade gesehen haben, ab morgen auch bei YouTube eingestellt ist.